Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SBKW Sobczak & Partner. Können Sie sich noch erinnern, vor ungefähr 2 Jahren, im März 2020, da packte im Rahmen des ersten Lockdowns Corona unser Finanzminister Olaf Scholz die Bazooka aus, die Panzerfaust, um den Unternehmen zu helfen. Jetzt, 2 Jahre später als Bundeskanzler, brauche die Bazooka zurück und verlangt das Geld zurück. Ja, im Rahmen des ersten Lockdowns mit der Corona gab es eine sogenannte Soforthilfe, die sollte Liquiditätsengpässe überbrücken für die Unternehmen, die im Zusammenhang mit den Einschränkungen, erster Corona-Lockdown verbunden, Umsatzausfälle hatten, Liquiditätsschwierigkeiten hatten, sollten dort schnell und unkompliziert eine Hilfe erhalten. Je nach Größe des Unternehmens, je nach Anzahl der Beschäftigten gab es zwischen 9, die meisten Unternehmen haben 15.000 Euro bekommen mit ein paar mehr Mitarbeitern. Die gab es tatsächlich relativ schnell und unkompliziert. Leider wurde da auch ein bisschen Schindluder mitgetrieben. In Berlin gab es an manchen Adressen plötzlich 20 Unternehmen, die eine entsprechende Corona-Hilfe beantragt und auch bekommen haben. Also das funktionierte in den ersten Tagen tatsächlich relativ schnell. Dann kam schon das Bundesfinanzministerium und erklärte den Ländern, na ganz so einfach könnt ihr die Beihilfen doch nicht auszahlen. Ging Anfang April mit den Anforderungen höher, also die Schranken oder das, was man nachweisen musste, um diese Corona-Beihilfe zu bekommen, wurde höher und das wurde schwieriger. Es wurde dann schon weniger ausgezahlt. Und das Ganze lief ja ohnehin nur für 3 Monate im ersten Schritt. April, Mai, Juni, Umsatzausfälle sollten ausgeglichen werden. Danach gab es noch, wie viele unter unterschiedlichen Nummern und Bezeichnungen Hilfen, die tatsächlich dann komplexer waren, die der Unternehmer nicht mehr alleine einreichen konnte. Es wurde jedenfalls tatsächlich viel geholfen. Es wurde allerdings auch für die Unternehmer immer komplizierter. Jetzt, Anfang diesen Jahres, gab es von hier in Brandenburg der ILB, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, die diese Corona-Hilfen ausgezahlt hatte, Post an alle Empfänger dieser Beihilfe mit der, ich nenne es mal Bitte, doch nachzurechnen, ob sie die Beihilfe tatsächlich zu Recht empfangen haben. Da gab es dann ein Rechenbeispiel beziehungsweise auf der Internetseite der ILB auch eine Excel-Tabelle, wo man nachrechnen konnte, ob man denn tatsächlich zu Recht diese Beihilfe erhalten hat. Und sollte man dort bei der Berechnung zu dem Ergebnis kommen, dass die Beihilfe zu Unrecht erhalten wurde, dass man das dann entsprechend bis zum 18. Februar an die ILB zurückzahlt. Danach gab es Einschränkungen. Unser Wirtschaftsminister ging ja ohnehin nur davon aus, dass davon nur ganz wenige Einzelfälle betroffen sind, die das zurückzahlen müssten. Es wurde dann gesagt, ja, das kann ein Stundungsantrag gestellt werden, dass das entsprechend nicht sofort, sondern verlängert zurückgezahlt werden muss. Im Ergebnis ist es aber so, dass uns viele Mandanten, die das seinerzeit bekommen haben, fragen, wie sieht das jetzt aus? Muss ich das zahlen? Sind die Bedingungen tatsächlich so, wie mir das jetzt mitgeteilt wird? Und auch ein wichtiges Argument der Mandanten, was immer wieder gebracht wird, ist, dass zumindest in den ersten Bescheiden, die mit der Beihilfe verbunden waren, darin stand, dass es eine unwiderrufliche und nicht rückzahlbare Beihilfe ist. Was natürlich viele Mandanten jetzt zu dem Punkt kommen, naja, wenn ich es nicht zurückzahlen muss, wieso soll ich, also wenn mir am Anfang gesagt wird, ich muss es nicht zurückzahlen, warum kommt jetzt 2 Jahre später die auszahlende Behörde und sagt, ich soll es doch zurückzahlen. Gleich zu diesem Argument muss ich sagen, das fruchtet leider nicht, denn die Nichtrückzahlbarkeit ist darauf bezogen, dass es sich dabei nicht um ein Darlehen handelt. Also es gab ja auch später noch Formen der Liquiditätshilfe, die gerade auch über die KfW gewährt als Darlehen, als zinslose Darlehen an die Unternehmen gegangen sind. Und im Unterschied dazu war es tatsächlich, oder das, was dort gezahlt wurde, eine Beihilfe, die nicht gezahlt werden musste, nicht zurückgezahlt werden musste. Es sei denn, und jetzt kommt der Pferdefuß, natürlich die Voraussetzungen, unter denen ich das beantragt habe, treffen nicht zu oder treffen nicht mehr zu.
Und da waren wir ja alle, also die Unternehmer, die das beantragt haben, unsere Mandanten, in der schwierigen Situation im März 2018 konnten wir nicht beurteilen, wie wird es mit den Umsätzen aussehen, wie geht das jetzt weiter mit dem Lockdown, werde ich noch Einnahmen haben, werde ich meine Mitarbeiter überhaupt bezahlen können, die Miete, den Strom, was auch immer. Das war ja eine Prognose, die man halt ganz am Anfang der Pandemie, ganz am Anfang des ersten Lockdowns stellen musste und gar nicht wusste, wie geht es denn aus. Und jetzt stellen tatsächlich auch in unserem Rahmen viele fest, naja, die ersten 3 Monate war es gar nicht so schlimm. Also da hatte ich gar nicht so großen Liquiditätsausfall. Und kommen dann in der Berechnung dazu, dass sie vielleicht doch nicht berechtigt waren. Auch da wieder noch einen Schritt zurück. Man muss sagen, die ersten Anträge, die die ILB veröffentlicht hatte, da konnte man für sämtliche Kosten die entsprechende Beihilfe beantragen. Später, das gab dann immer wieder neue Verfügungen oder Erlasse, wie das zu handhaben ist. Am 2. April wurde dann gesagt, also nicht mehr für Lohnkosten. Die müssen da rausgerechnet werden, weil beim Lohn kann der Unternehmer ja auch Kurzarbeitergeld beantragen, also Kurzarbeit anordnen, Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter beantragen. Und deswegen soll das nicht mit in diese Soforthilfe fallen. Das ist nachträglich erst reingekommen. Was ist mit den Personen, mit den Empfängern dieser Beihilfe, die schon vor dem 2. April eine Auszahlung bekommen haben? Darüber lässt sich gut streiten. Und ich finde, da ist es auch nicht so eindeutig zu sagen, naja, wenn wir, also die Landesregierung, uns im Nachhinein eine Auslegung unserer Regeln überlegen, dann gilt die und ihr müsst euch daran halten. Das ist tatsächlich etwas einseitig, die Spielregeln festlegen. Da könnten Gerichte sagen, das ist nicht so. Also auch die Lohnkosten sind mit zu berücksichtigen und deswegen sind natürlich ist der Kostenaufwand höher und die Chance, dass ich die Liquiditätshilfe behalten kann, ist wesentlich größer. Also da steckt eine Menge, ich will nicht sagen Streitpotenzial, aber noch eine Menge Unsicherheit drin. Da muss man auch bedenken, vielfach kamen die Umsatzeinbrüche, die finanziellen Schwierigkeiten später. Das ist kein Argument, was gilt. Es ist leider auch so, bei vielen, die Beihilfe bekommen haben, die nach dem Zu- und Abflussprinzip ihre Steuern zahlen, die haben das 2020, als sie die Beihilfe bekommen haben, als Einkommen versteuern müssen. Vielleicht noch mit relativ hohen anderen Erträgen und zu einem höheren Steuersatz. Jetzt, wenn sie die Beihilfe zurückzahlen müssen, können sie das natürlich auch als Ausgabe geltend machen, aber bewegen sich vielleicht in einem ganz anderen wirtschaftlichen Umfeld, in einer ganz anderen Situation, mit geringeren Gewinnen und damit auch einem geringeren Steuersatz auf den Gewinn, den sie zu zahlen haben. Und ja, sag jetzt mal, zahlen mehr zurück, wenn man die Steuern noch berücksichtigt, als sie eigentlich bekommen haben. Auch das ist durchaus eine Ungerechtigkeit, die aber auch keine Berücksichtigung findet. Also von daher, wenn wir gefragt werden, was ist zu tun, sollte auf jeden Fall jeder diese Berechnung für sich durchführen. Anders als es im Zeitpunkt der Beantragung war, wo unsicher war, ja, wie geht es weiter, wie sehen meine Einnahmen aus, kann ich mich jetzt nicht mehr darauf zurückziehen und sagen, ich weiß es immer noch nicht. Also ich muss schon die Berechnung durchführen, ob ich das dann genau so mache, wie die ILB, wie das Land Brandenburg das wünscht oder vorschreibt, ob ich Lohnkosten bei der Berechnung außen vor lasse oder nicht. Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Das hängt von der Streitlust ab oder von der Frage, ob man sich darum streiten will oder nicht, oder ob man dort das Risiko eingeht, im Zweifelsfall einen Rechtsstreit beim Verwaltungsgericht dazu zu führen. Da gibt es keinen eindeutigen Rat. Ignorieren kann man es jedenfalls nicht. Das möchte ich an der Stelle mit auf den Weg geben. Auch wenn es heißt, dass nur 1% der Anträge, der Fördermittelbescheide überhaupt überprüft werden. Die Chance, dass ich überprüft werde und dass ich dann eventuell im Nachhinein meiner Pflicht zur Auskunftserteilung nicht nachgekommen bin und mir noch ein Strafverfahren einhandle, also
dieses Risiko würde ich nicht eingehen bzw. Mandanten nicht raten. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Thomas Will, Steffen Balke und Timothy Piker sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 03377 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.